Herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Börsenredner aus Karlsruhe. Samstagmorgen, 27.04.2013. Ich glaube, kurz vor meiner 65. oder 66. Wettkampfteilnahme. Wie man sehen kann, habe ich es euch ja gesagt, über Nacht tut sich da noch ein bisschen was. Da hat sich doch noch ein bisschen was an der Herde getan. Trinken wurde jetzt reduziert. Das heißt, gestern habe ich noch getrunken bis um 18.30 Uhr, aber nur noch 1,5 Liter von ehemalig 6 bis 8 Litern. Und seit gestern Abend sind jetzt insgesamt gestern Abend 700 Gramm Basmati-Reis und heute Morgen nochmal nachgeladen, weil war ein bisschen zu flach. Nochmal 300 Gramm Basmati-Reis. Somit um die 300 Gramm verwertbare Kohlenhydrate, was ich auch angekündigt habe. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn man entsprechend entladen ist und wenn der Kaliumhaushalt, der Natriumhaushalt und der Magnesiumhaushalt stimmt. Dass natürlich auch intramuskulär das Ganze eingelagert werden kann, sodass natürlich eben der Muskel schön prall wird und somit die Haut dann entspannt wird. Mal von hinten das Ganze. Ihr seht es, ich nicht. So, und noch die Beinchen. Und warten, alles soweit. Da, ich denke, da geht noch ein bisschen was bis zum Auftritt, das heißt, das Fahren. In einer Stunde fahren wir los. Stunde Fahrzeit. Recht nah bei uns in der Nähe von Stuttgart im Mai-Gröningen, NAC, Süddeutsche Meisterschaft. Somit kurzer Anreiseweg. Ja, und dann schauen wir, dass wir das Ganze gut auf die Bühne bekommen. Aufgeladen habe ich. Passt soweit. Stillhalten, Füße stillhalten. Und natürlich heute Nachmittag ab 15 Uhr ist Beginn. Und dann denke ich mal, dadurch, dass ich over 40 in der Athletikklasse starte und bei den Paaren, komme ich natürlich nicht gleich um 15 Uhr dran. Das sind erst die Junioren dann die Frauen dann verschieden lassen und dann irgendwann nochmal ich. Ich denke mal so circa 18 Uhr und circa 19 Uhr bis 20 Uhr kommen dann die Paare dann. Das wäre dann die Qualifikation der NAC für die deutsche Meisterschaft. Schauen wir mal, wie die Konkurrenz ist. Ich bin guter Dinge. Bis dahin, Andreas Thienbacher. Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.